Ja, wir wollen heute diese Aufgabe hier besprechen. Eine Aufgabe, in der es einen Brunnen gibt, um den herum gepflastert wurde. Und wir sehen hier, dass hier es einen inneren Kreis gibt. Und um diesen inneren Kreis gibt es auch einen äußeren Kreis. Ich mache mal hier so, ist ein bisschen schwer schief und ist auch nicht ganz in der Mitte. Sei es jetzt auch mal drum, ist ja nur eine Skizze. Dann haben wir als nächstes die 1,60 Meter hier. Wir sehen, dass wir hier in der Mitte von diesem kleinen Kreis starten. Das heißt, diese 1,60 Meter müssen ein Radius sein. Ich zeichne die mal hier ein. Von hier aus gesehen nach da haben wir 1,60 Meter. Das nenne ich mal Radius. Da wir zwei Kreise haben, nenne ich das mal den Radius 1. Okay, was wir noch wissen, das steht hier oben in der Aufgabe drin, nämlich hier steht drin, dass das Gepflasterte darum 2,40 Meter breit ist. Es ist also die Breite von dem. Die Breite sehen wir zum Beispiel hier. 2,40 Meter. Die sehen wir aber auch da oben. 2,40 Meter. Und die sind auch hier nebendran. 2,40 Meter. Okay. Das heißt, überall außenrum ist dieser große Kreis 2,40 Meter größer. Ich zeichne das mal hier bei uns mit ein in unseren Kreis, dass hier noch 2,40 Meter sind. Sind die 2,40 Meter jetzt der Radius des zweiten? Nein, denn wir haben ja hier einen Gesamtradius, der von da bis da geht, also von der Mitte des inneren Kreises bis zur Außenkante. Und dann sehen wir schon, dass da nicht eine Sache 2,40 Meter ist, der Radius, sondern hier müssen wir ja beide zusammenrechnen. Wir können also mal sagen, der Radius 1, der ist 1,60 Meter. Der Radius 2, also der große, ist die 1,60 Meter plus die 2,40 Meter. Das heißt, der Radius 2 ist 4 Meter groß. Diese beiden Erkenntnisse sind schon mal sehr wichtig für uns, denn aus diesen beiden Werten können wir jetzt erstmal alles berechnen. Die zweite große Frage bei dieser Aufgabe ist immer, was suche ich denn überhaupt? In meiner Aufgabe steht drin hier, wie viel Quadratmeter Fläche mussten gepflastert werden. Das gibt uns schon einen großen Hinweis. Es ist aber so, dass oft das nicht richtig erkannt wird, was überhaupt gesucht wird. Deswegen zeichne ich hier mal, versuche ich mal so ungefähr zu sagen, das, was hier gelb ist, das ist ja das, was gepflastert wird. Nicht das, was blau ist, sondern was gelb ist. So, und weil ich hier etwas ausmalen muss dafür, ist es immer eine Fläche. Etwas Ausgemaltes ist immer eine Fläche. Das heißt, in unserem Fall suche ich also eine Fläche eines Kreises. Dann gucke ich mir mal kurz an, die Kreisfläche ist gleich Pi mal r hoch 2. Ja, machen wir uns da mal gerade eine Markierung dran, damit wir das auch wissen. Also r Quadrat mal Pi oder Pi mal r Quadrat. So, wir haben aber zwei Kreise. Dementsprechend rechnen wir jetzt hier mal konkret. Und zwar machen wir von mir aus mal den Kreis 1. Der ist dann Pi mal r Quadrat, und zwar r1 zum Quadrat, also ist das 3,14 mal, Klammer auf, 1,60 Meter zum Quadrat. Und das geben wir in unseren Taschenrechner ein. 3,14 mal 1,6 zum Quadrat hoch 2, also gleich 8,0384. Und zwar ist das dann immer die Maßeinheit hoch 2, weil es sich um eine Fläche handelt. Okay, dann gucken wir uns den zweiten Kreis an. A Kreis 2 ist dann auch gleich Pi mal r Quadrat, aber diesmal ist es der große Radius, also 3,14 mal, Klammer auf, 4 Meter zum Quadrat. Das sind dann 50,24 Meter hoch 2.
Das ist die gelbe Fläche, die wir hier haben. Ich markiere das deswegen mal gelb, damit uns das klar ist. Das ist die gelbe Fläche, oder? Nein, denn es ist nur ein Teil, die gelbe Fläche ist nur ein Teil dieser Fläche. Wir müssen also noch einen Schritt mehr machen. Nämlich, wir wollen ja die gelbe Fläche wissen, die nennen wir jetzt mal A-Ring. Und dieser Ring ist ganz einfach der große Kreis, also die Fläche vom großen Kreis, minus die Fläche von dem kleinen Kreis. Sind also 50,24 Quadratmeter minus die 8,0384 Quadratmeter. Mal gucken, was da rauskommt. Das sind dann 42,2016 Meter Quadrat. Okay, weil es eine Textaufgabe ist, fehlt hier jetzt noch eine Antwort. Die können wir noch ein bisschen weiter unten hinschreiben. Antwort, hier war die Frage, wie viel Quadratmeter Fläche müssen oder mussten gepflastert werden. Okay, es mussten... Es mussten 42,2016 Quadratmeter gepflastert werden. Also, immer dran denken. Zwei Dinge. Einmal gucken, welche Maße sind hier gegeben. Und hier hatten wir das eben schon mal gesagt. Hier war die 2,40 Meter gegeben. Und hier mittendrin die 1,60 Meter. Okay, aber die sind nicht gleich, diese Maße, denn die 1,60 Meter ergeben oder sind genau ein Radius und die 2,40 Meter sind nur die Breite von dem Ring. Daher muss ich daraus auch noch den zweiten Radius, R2 hier, berechnen. Also ich habe ein R1, ein R2, daraus berechne ich wiederum zwei Teilflächen und dann kann ich den Ring ausrechnen, indem ich den großen minus den kleinen Rechner.